Hallo meine Freunde und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Ich bewerte eure Zoos. Und bevor ich zu dem heutigen Zoo komme, muss ich nochmal euch dran erinnern, schickt mir bitte keine Franchise-Spielstände, weil die funktionieren nicht. Die kann ich nicht öffnen und deswegen kann ich die auch nicht besichtigen. Es gehen nur Sandbox-Spielstände, also denkt da bitte dran, weil ich habe wirklich, wirklich viele Franchise-Zoos bekommen, aber die kann ich alle leider nicht besichtigen. Aber jetzt kommen wir zum heutigen Zoo. Und der heutige Zoo, der kommt von David. Und David schreibt auch eine ganz kurze E-Mail. Er schreibt: Huhu, ich wollte dir meinen Zoo zeigen. Ist noch lange nicht fertig, aber ich habe jetzt schon gut 30 Stunden investiert. Grüße, David. Und ja, ich freue mich auf dein Zoo. Der Speicherstand heißt der Zoo. Also ich gehe mal davon aus, dass dein Zoo dann auch so heißt. Vielleicht werden wir gleich im Zoo während der Besichtigung noch einen Namen für dein Zoo finden oder sowas. Aber ansonsten werde ich ihn so nennen. Und ich würde sagen, wir starten jetzt in dein Zoo, David. Und da sind wir auch schon angekommen und gehen jetzt direkt hier rein. Okay. Ja, das ist im Eingangsbereich wohl noch nicht so ausgeschmückt. Aber der Berg da sieht ja schon mal sehr interessant aus. Sehr, sehr cooles Terraforming. Also hat echt eine coole Form, muss ich sagen. Richtig nice hier aus mit dem Gelände. Scheint sie so ein bisschen geübt zu haben oder sowas hier. Oder da ist noch irgendwas Cooles geplant. Das kann natürlich auch sein. Sieht auf jeden Fall sehr, sehr gut schon aus. Also so als Grundlage für einen coolen Berg ist es auf jeden Fall gut geeignet. Ich hätte jetzt hier vielleicht noch so ein Schild oder so erwartet mit einem Zoonamen, aber ich denke mal, dann heißt er einfach der Zoo. Ist ja auch in Ordnung, soweit. Hier geht's nur nach links. Hier geradeaus ist noch nichts gebaut oder so, glaube ich. Nee, okay. Ich glaube, ich werde mich verlaufen. Du hast auf jeden Fall hier einen sehr schönen Gebäudestil. Relativ simpel, der Stil, aber der sieht gut aus. Also gefällt mir sehr, sehr gut. Richtig schön aus. Ich weiß gar nicht, wie man diesen Stil so nennt. Ah, da hast du eine Wand vergessen. Okay, kann passieren. Ja, finde ich aber schön. Sieht cool aus. Hast auch alle Gebäude so weit in diesem Stil gehalten. Hier sind auch noch keine Läden drin. Aber das ist wahrscheinlich auch noch alles nicht fertig. Genau wie hier vorne sind auch keine Läden drin. Aber hier sind zum Beispiel Toiletten. Oh, ich werde mich so verlaufen. Ja, die ganzen Gebäude sind noch leer. Also hier ist wahrscheinlich noch einiges geplant. Hier sind schon Läden drin. Das ist ganz cool. Ich glaube, das ist ja auch die einzige Straße, wo ich lang gehen soll. Kann das sein? Ach nee, hier sind auch Läden. Und ich laufe jetzt mal kreuz und quer durch. Ah, wie cool. Das ist auch im gleichen Style. Aber das Gebäude... Oh mein Gott, das sieht nice aus. Aber das Gebäude wurde nochmal abgeändert. Werden wir uns am besten gleich nochmal von oben angucken, weil von unten ist sowas immer schwer zu erkennen. Aber viel Liebe zum Detail. Schaut mal hier den Vorgarten mit dem Tor und sowas. Sieht ja schon richtig nice aus. Sogar eine Türklinke hier. Der Zaun ist cool. Dann hier diese... Ja, Steine, wo man drauf laufen kann. Richtig nice. So eine schöne Leiter. Das sieht cool aus. Viel Liebe zum Detail. Ich bin mal gespannt, ob man... Kann man da oben rein? Ich glaube nicht, ne? Das ist einfach hier ein Mitarbeitergebäude. Finde ich auch cool, ne? Wenn man die Mitarbeitergebäude in so richtigen Häusern platziert, dann sehen die halt von innen halt richtig eingerichtet aus. Das ist mega cool. Da oben sind bestimmt auch noch einige Sachen zu sehen, aber das werden wir später dann zu Gesicht bekommen. Richtig cool. Gott, ich laufe hier kreuz und quer. Okay, ich laufe jetzt mal ein bisschen straight hier durch, Leute, den Hauptweg. Ich finde es auf jeden Fall sehr cool, dass du hier viele verschiedene Gebäude in vielen verschiedenen Formen, aber im gleichen Design gebaut hast. Das gefällt mir sehr gut. Ist echt wie so eine Oh Gott, was ist jetzt denn passiert? Lul. Bin auf dem Dach gefangen. Okay, jetzt können wir das Ganze von oben sehen. Ist echt wie so eine kleine, belebte... Ja, so kleine Stadt oder sowas fast. Oder so ein kleines Dorf. Aber wie cool das ist, ne? Du hast halt wirklich hier einen ganz tollen Gebäudestil gemacht und den auch komplett durchgezogen. Sieht auch nice aus hier mit dem Glasdach. Dann kann man hier oben sitzen. Das ist schon cool. Das gucken wir uns mal von oben an. Ich muss jetzt sowieso einmal raus hier aus der Kamera, weil ich halt gerade aufs Dach geglitscht bin. Schauen wir uns das Ganze mal eben an. Verlaufe ich mich auch nicht. So, das war das Gebäude, das wir gerade gesehen haben. Richtig cool, oder? Nice, das gefällt mir. Echt toll aus. Hier sind noch so ein paar Fehler drin, aber deswegen gehe ich mal davon aus, dass du es auch selber gebaut hast, also dass du es nicht aus dem Workshop hast. Das Teil hast du, glaube ich, vergessen zu kopieren, das müsste hier hin, so wie ich das sehe. Aber ansonsten sieht das schon echt nice aus, auch viel Liebe zum Detail, schaut euch das mal an. Hier ist so eine Feuerstelle mit einem kleinen Lagerfeuer, dann hier so Sitzmöglichkeiten, was zu essen, eine Hängematte, richtig cool gemacht. Dann dieser Vorgarten ist natürlich nice, also ganz, ganz tolles Haus, ganz, ganz toller Gebäudestil. Und ich finde es halt mega cool, dass du hier viele Häuser im gleichen Stil halt hast. Und die einfach nur eine andere Form haben und so ein paar andere Besonderheiten. Das hier ist natürlich auch sehr cool. Fällt mir sehr gut. Auch
hier der Vorgarten. Oh, das ist schon cool gemacht. Viel, viel Liebe zum Detail. Nicht schlecht. Oh, hier ist schon das erste Gehege. Aber diese Siedlung hier, die checke ich mal eben einmal ab. Können wir uns mal von oben angucken. Ja, die ist schon groß, ne? Da kann man sich schon verlaufen. Also vielleicht solltest du wirklich anfangen, dann auch noch irgendwann mit Beschilderung zu arbeiten, weil das ist halt schon sehr verworren hier alles. Hier sollen wahrscheinlich auch später noch irgendwelche Bänke und so hin, gehe ich mal von aus. Hier ist das erste Gehege, das werden wir uns gleich angucken. Aber die Häuser habe ich jetzt soweit erstmal gesehen, damit ich mich da nicht mehr verlaufe. Es geht dann im Prinzip ja auch nur hier hinten in die Richtung. Okay, ist nicht so groß, aber sieht sehr interessant aus. Oha, hier ist viel Wasser, das gefällt mir. So, hier haben wir noch so ein Gebäude. Ja, das ist das gleiche, im gleichen Stil, das ist kopiert. Hier auch, aber das ist ja auch völlig legitim, ne? Guck mal, hier hast du das Gebäude sogar kopiert und nochmal so ein kleines Gebäude vorne dran gemacht. Dadurch sieht das halt auch nochmal anders aus. Richtig cool. Vielleicht hier nochmal die Schornsteine weg. Das ist, glaube ich, ein bisschen unrealistisch, aber ansonsten ist es eine coole Idee. So, wir gehen wieder mal in die andere Kameraperspektive. Geh mal hier in diese schöne Gasse. Da ist auch gerade jemand. Ein Mitarbeiter. So, Ticket Cat. Perfekt. Dann sind wir wieder in Besucherperspektive. Ist schon schön, ne? Aber ich hätte echt Angst, mich hier zu verlaufen ohne Beschilderung. Dann kommt man hier zum ersten Gehege. Ach, wie cool. Mit schöner Musik. Was haben wir denn hier? Stinke-Gehege. Ein Stinktier-Gehege. Nee, keine Ahnung, was haben wir hier? Also was mir hier direkt auffällt, das Gehege ist cool gestaltet von innen. Also schön bepflanzt, schöne Felsen und nicht irgendwie so glatt und sowas. Das machen ja häufig viele den Fehler, dass sie es zu glatt gestalten. Du hast das hier wirklich schön hügelig und so gemacht. Ich glaube, hier geht es sogar in so eine Höhle oder so. Wir gehen einfach mal rein. Hier schön auch dekoriert. Nice aus. Ach, hier oben hast du sogar so ein Schlammbecken oder was das ist. Auch sehr schön eingebaut in dem Fels. Sehr, sehr cool. Tatsächlich eine Höhle. Oh, wie cool. Kann man da rein? Ich bin zu groß. Ist wahrscheinlich für kleine Tiere, aber welche Tiere hausen hier? Hab sie noch nicht gesehen. Hier geht's auch nochmal rein. Ah, du hast so ein richtiges Tunnelsystem hier gebaut. Für die Tiere unterirdisch. Oh mein Gott, wie cool. Das ist eine nice Idee. Können die sich schön unterirdisch bewegen. Ah, Tiere gefunden. Chinesische Schuppentiere. Ach, wie süß. Ja gut, für die ist das natürlich perfekt, ne? So ein schönes Tunnelsystem, wo sie sich zurückziehen können. Vor den Blicken der Menschen, das ist natürlich nice. Auch hier cool mit den Wurzeln und so, das gefällt mir sehr gut. Nice gemacht. Also schöne Gehegegestaltung. Richtig gut. Hier auch den Termitenhügel eingebaut. Sehr, sehr nice. Ding ist nur, ich habe mich wieder verlaufen. Okay, ich glaube, wir müssen einfach hier weiter. Also hier hinter war halt dieses Dorf-Stadt-Ding, was wir gerade gesehen haben. Und hier ist halt das chinesische Schuppentiergehege soweit. Jetzt wird es aber ganz interessant hier. Das große Gewässer ist nämlich hier vorne. Ist alles so ein bisschen nordisch hier, ne? Oha, da schwebt ein Haus. Beziehungsweise steht hier auf irgendwas. Sind das Füße? Das ist ja gruselig. Das fiese Haus im Wald. Das gucken wir uns nachher auf jeden Fall auch noch ein bisschen näher an. Ich weiß aber gar nicht, ob da ein Weg hinführt. Keine Ahnung. Aber viel Liebe zum Detail. Hier ist auch so ein kleines Zeltlager. Dann sehe ich schon Wasserfall. Das ist auch ein Steg, glaube ich, ne? Hier ist, glaube ich, so ein kleiner Steg. Und ein Boot. Richtig cool. Werden wir uns später auf jeden Fall noch angucken. Und hier ist auch sowas wie ein Weg. Als ob man hier so rüberspringen könnte. Machen wir mal. Sprung, 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 Sprung. Und wir sind nicht nass geworden und jetzt sind wir bei diesem gruseligen Haus. Was denn hier? Das ist wirklich ein bisschen gruselig, muss ich sagen. Das Füße? Oh mein Gott, das sieht halt echt aus wie ein laufendes Haus. Als wenn die Wurzel hier so rausgerissen ist und das Haus läuft. Und das schwebt auch, ne? Also das ist wirklich ein laufendes Haus, glaube ich. Okay, das ist gruselig. Stellt euch das bei Nacht vor mit gruseliger Musik und so Nebel. Oha. Hier ist nochmal ein wunderschöner Steg. Mit einem schönen Boot. Ich würde sagen, das gucken wir uns später auch alles von oben an. Das ist, sowas von oben zu besichtigen, ist immer ein bisschen einfacher. Springen wir mal wieder hier gekonnt zurück. Sprung, Sprung, Sprung. Und gehen mal weiter. Weiß gar nicht, wo es hier noch hingeht. Also du hast auf jeden Fall sehr viel Wert auf Deko gelegt, wenn du hier schon so ein cooles Haus eingebaut hast. Bin ich nachher sehr gespannt, uns das von oben anzugucken.
Ja, hier geht's links. Ach, tolle Wegfarbe. Den mag ich sehr gerne, den Weg. Der ist halt sehr natürlich. Und ich find's cool, dass du hier die Bordsteine mit Felsen gesteckt hast. Sieht ja schön schön aus. Oh, wo sind wir hier? Wir sind im Jungle. Hört man eindeutig. Auch cool gemacht hier mit den Felsen. Coole Felsarbeit. Schön aus mit der Treppe. Los, keine Lust, ne? Okay, das sind irgendwelche Bären. Wahrscheinlich Grizzlybären, ne? Das ist hier links schon das Gehege. Oh ja. Ja, ihr kennt mich, Leute. Direkt befreit. So, sehr schön. Ah, guck mal hier. Oh, sehr viel Liebe zum Detail. Und auch toller Zaun hier. Und auch richtig viel Mühe gegeben hier. Hast du gut abgesteckt. Schön die Rundung entlang gemacht. Sowas ist immer viel Arbeit, aber ich finde, es lohnt sich. Sieht optisch halt echt schön aus, was du hier gemacht hast. Den Weg hier so entlang. Hier unten ist jetzt das Bärengehege. Ja, da sehen wir sogar einen Bären. Ich glaube, das ist voll groß, das Gehege, kann das sein? Du hast ja auch noch so ein paar Läden eingebaut im Fels. Interessant. Coole Idee. Gefällt mir. Nice. Richtig coole Idee. Das ist ja einmal so eine wirkliche, richtige Laufpassage, wo man dann die ganze Zeit auf das Bärengehege gucken kann. Nur sehe ich keine Bären. Obwohl, das ist ein Baby, ne? Da. Das ist wirklich ein Baby. Das Gehege ist halt sehr, sehr groß. Aber ist ja an sich nichts Schlechtes, ne? Und das ist eigentlich ganz cool, wenn Gehege groß sind und man nicht immer die Tiere so gezwungenermaßen sieht. Finde ich eigentlich immer ganz nice. Man dann so ein bisschen Glück haben muss, die Tiere zu sehen. Cool hier. Also du hast wirklich versucht, ja, eigene Barrieren und so zu bauen. Und natürliche Barrieren. Finde ich schon ganz cool hier mit der Felswand. Kann man natürlich dann nachher noch ein bisschen verkleiden. Hast du wahrscheinlich auch vor. Aber ist eine coole Idee. Oh, hier ist schon zu Ende. Oha. Ich glaube, Leute, wir gehen nochmal in die Flugperspektive. Ich denke mal, das ist in Ordnung. Schauen uns das Ganze mal von oben an. Ich glaube, du hast hier sogar noch einiges gebaut. Das sieht schon cool aus hier, ne? Richtig großes Gewässer. Hier, vielleicht musst du hier nochmal den Untergrund so ein bisschen anpassen. Ich weiß ja nicht, ob das so gewollt ist. Sieht jetzt nicht blöd aus. Aber ich finde zum Beispiel Rasen unter Wasser ist immer nicht so nice. Aber das Gewässer an sich sieht schon cool aus. Richtig schön groß. Und dann diese Idee mit diesen grünen Felsen hier. Finde ich cool. Vielleicht kannst du ja später auch noch wirklich irgendwie so eine kleine Brücke oder sowas hier rüber bauen. Wobei, wenn du die Brücke, das ist, glaube ich, hier die Minimumbreite. Ich weiß gar nicht, kann auch sein, dass es nicht die Minimumbreite ist. Aber wenn die so breit wäre, wäre, glaube ich, schon wieder zu groß. Ja, und, ja, weiß nicht. Ich glaube, das würde das Bild ein bisschen zerstören. Vielleicht doch so, doch keine gute Idee. Aber das sieht schon sehr, sehr cool aus, das Gewässer hier. Und dann dieses gruselige Haus. Das ist halt wirklich so ein Horrorhaus. Aber coole Idee, so ein laufendes Haus zu bauen. Geht auch so ein Seil runter. Frag mich, ob hier noch irgendwas geplant ist. Ich könnte mir vorstellen, dass du hier noch irgendwie ein Affengehege oder sowas baust. Das würde ja rein theoretisch sogar funktionieren. Das hier wäre eine natürliche Barriere, weil durch Wasser gehen ja die Affen nicht. Und dann müsstest du nur noch hier hinten irgendwie Mauern oder so ziehen. Und dann könnten die hier so hochklettern und vielleicht in dem Haus dann leben. Oder so einen Unterschlupf haben. Das wäre schon irgendwie witzig. Auf jeden Fall eine sehr, sehr coole Idee, muss ich sagen. Auch hier viel Liebe zum Detail, ne? Der Steg natürlich richtig schön aus und auch die Bepflanzung und das ganze Terraforming und so hast du schon sehr gut gemacht. Guck mal, selbst hier sind Details. Oh, wie cool. Oh, man hat sogar gerade Feuer gesehen. Ist das so ein... Ach, das ist sogar so ein richtiges Feuer. Ah, verstehe. Ah, das hast du einfach eingebaut. So ein fertiges Feuer wahrscheinlich aus dem Afrika-Set. Mittlerweile gibt es ja sogar neues Feuer. Also, es gibt jetzt mal Feuer. Das wurde nämlich mit dem Arktik die jetzt hier eingefügt. Nicht als Düse an sich, aber man kann, wenn ich sie jetzt finden würde, da, man kann zum Beispiel so eine Fackel nehmen, die kann man ja auch drehen und in den Boden versenken. Und dann hat man sozusagen Feuer. Finde ich sehr, sehr cool. Das war auch eine Sache, die mir gefehlt hat noch. Jetzt seht ihr, jetzt hat man hier nämlich so ein Feuer. Finde ich mal ganz nice. Das kann man an solchen Stellen dann ganz gut benutzen. Aber das geht halt nur mit dem Arktik-DLC. Oh, wie cool du das hier gemacht hast. Auch hier so einen eigenen Zaun gebaut mit so Fackeln. Hier ist dann auch so ein Weg. Ist natürlich schade, dass man, wobei du könntest ja rein theoretisch
ja diese natürlichen Wege nehmen. Hier gibt es auch neue Wege. Ich habe mir das Arctic-DLC noch gar nicht so angeguckt. Ich habe es mir zwar gekauft, aber ich hatte eigentlich vor, das mit euch an den Weihnachtstagen ein bisschen zu spielen. Auch ein schöner Weg, ne? Coole Wegfarben. Sind halt neu dazugekommen. Aber ich wollte eigentlich darauf hinaus, du könntest ja eventuell hier wirklich einen Weg bauen. Nämlich mit diesen Holzstämmen. Das würde, glaube ich, gar nicht so blöd aussehen. Also in dem Stil. Dann könnten hier wirklich nämlich auch die Leute langlaufen. Ist halt immer ein bisschen schade, dass es nicht schmaler geht. Also das ist so das Schmalste, was möglich ist. Aber dann können die wenigstens hier hin. Und vielleicht kannst du hier noch irgendwie eine kleine Fressbude oder so unterbringen. Wäre natürlich auch cool, wenn die Leute sich hier hinsetzen könnten. Ich weiß gar nicht, gibt es irgendwie so eine Bank, die so ein bisschen in diesem Stil ist? Ich weiß es nicht. Vielleicht kannst du dir auch eine Bank schnappen und die mit Holzbalken oder so einbauen. Das könnte auch funktionieren. Ist auf jeden Fall ein Unfall simuliert. Das qualmt auch so ein bisschen. Coole Sache. Folgen wir mal dem Gewässer hier so ein bisschen. Oh, ich sehe schon einen wunderschönen Wasserfall. Das hast du schon schön gemacht. Also ist viel, viel Mühe reingeflossen, das sieht man. Auch der Wasserfall sieht sehr gut aus. Zum umgekippten Baum auch noch. Ach, wundervoll. Viel Liebe zum Detail. Vielleicht kannst du hier oben noch so ein bisschen fließen machen, wie du es hier gemacht hast. Weil ich glaube, es ist immer realistisch, dass Wasser vorher so ein bisschen beschleunigt wird, bevor es irgendwo runterfließt. Das heißt, hier wäre, glaube ich, dieses Stromschnellfließen nochmal ganz gut. Aber ansonsten sieht der Wasserfall schon sehr, sehr gut aus. Gutes Plätschern, sehr viel Mühe reingesteckt. Ich sehe auch so keine Düsen oder so rausgucken. Ja, hier die eine oder andere, aber das bleibt nicht aus. Das fällt jetzt auf den ersten Blick auch gar nicht auf. Also hast du schon sehr, sehr schön gemacht. Sehr gute Wasserfallarbeit und auch sehr gute Felsarbeit. Das gefällt mir richtig gut. Mega der große Fluss. Und auch richtig der große Wald. Richtig cool. Also ich glaube, du hast hier noch einiges geplant, wenn man das so sieht. Oh, hier ist auch was geplant. Oh mein Gott. Ich glaube, du hast hier einen riesigen Wasserfall geplant, kann das sein? Von hier oben bis da nach unten. Okay, ich bin gespannt auf dein Zoo, wenn du den wieder einschickst. Ich bin echt gespannt, was aus diesem Berg wird, weil der sieht echt cool aus. Das hast du mega gut gemacht hier, das Terraforming von dem Berg. Richtig, richtig cool. War bestimmt viel Arbeit. So, ich habe mich schon wieder voll ablenken lassen. Ich war eigentlich hier vorne. Hier ist der schöne Wasserfall. Auch mit dem Baum eine sehr coole Idee, dass er so umgekippt ist und darüber liegt. Ganz tolle Felsarbeit, habe ich ja gerade schon gesagt. Ah, und hier ist das Bärengehege. Hm, hier hast du zwar Glas benutzt, aber hier würde ich dir sogar was anderes empfehlen. Bin jetzt einfach mal so frech und spiele dran rum. Weil so Wasser macht es natürlich Sinn, wenn du eher sowas hier nimmst. Warum auch immer ich das jetzt nicht ändern kann. Ja, geht jetzt nicht. Aber auf jeden Fall irgendwie so ein Gitter oder Stahldraht oder so, wo halt das Wasser realistischerweise durchfließen kann. Weil Glas ist halt solid und da kann das Wasser halt nicht durchfließen. Und deswegen ein bisschen unrealistisch. Das würde ich nochmal austauschen, aber ansonsten ist schon sehr, sehr cool. Oh, hier ist das Bärengehege. Sind das eigentlich Grizzlies? Sind Grizzlies. Das ist ein Baby, ne? Oh, du kleiner Butschi. Na? Cool, cool, cool. Auch hier mit dem Nebel richtig nice. So ein bisschen Morgentau-mäßig. Ist auf jeden Fall sehr atmosphärisch. Oh, hier fliegen noch ein bisschen die Pflanzen. Da muss nur mal ein bisschen bei. Ich glaube, hier fehlen auch noch ein paar Klippen und Felsen und sowas. Würde ich hier auf jeden Fall machen. Sieht sehr kantig hier aus, das Wasser. Aber hier ist so richtig schön gemacht. Richtig coole Idee. Auch, dass sie hier nochmal rauskommen. Hier oben sich dann kratzen können. Vielleicht könntest du sogar so machen, dass die hier rauskommen und hier nochmal nach oben gehen können. Das wäre, glaube ich, cool. Also hier so rumbauen und dann hier nochmal eine Plattform oder so drauf, wo die dann nochmal so rauflaufen können. Kann ich mir cool vorstellen. Ich finde aber deinen Felsstil, den du hier benutzt hast, sehr, sehr cool. Ultra nice aus. Also der Stil hier, wie du die Felsen platziert hast. Sieht richtig nice aus. Gefällt mir. Ist auch ein riesiger Unterschlupf, glaube ich, ne? Also hier geht's auf dieser Seite rein und hier können die dann schlafen. Auch nochmal ein Wärmestrahler oder sowas. Dann hier dieses schöne Gewässer. Das ist schon cool gemacht. Hier sind wir vorhin lang gelaufen. Hier außen. Ja, vielleicht musst du hier auch nochmal die ein oder andere Möglichkeit einbauen, dass man die Bären ein bisschen besser beobachten kann. Weil das Gehege ist halt sehr, sehr groß, was ich auch gut finde.
Aber man hat halt hier nur diese eine Möglichkeit, das Ganze zu beobachten. Vielleicht kannst du ja nochmal irgendwie was Unterirdisches oder so einbauen, dass man hier nochmal durchkommt oder so. Es wäre wahrscheinlich sehr, sehr anstrengend und schwierig, aber wäre mega cool, wenn das klappen würde. Aber sieht schon cool aus, ne? Auch sehr, sehr schön, dass du hier nichts glatt gebaut hast. Sehr schön hügelig und felsig. Gefällt mir. Sieht auf jeden Fall viel, viel besser aus, als wenn alles immer so mega glatt ist. Ja, schönes Gehege. Toller Baustil. Irgendwas übersehen? Hier vorne waren wir auch noch nicht, ne? Was ist denn hier passiert? Oha. Sieht ja fast aus, als wenn hier irgendwas durchgewütet ist. So eine richtige Schneise der Zerstörung. Bäume umgekippt. Alles vernichtet. Ach, das war das Haus. Lol. Okay. Kommt denn das Haus her? Irgendwo hier? Das Haus ist hier wohl durchgelatscht. Sieht zumindest so aus. Oh mein Gott. Jetzt mal einen Fußstapfen hinterlassen. Was für eine coole Idee. Also das mit dem Haus finde ich mega witzig. Die Idee. Richtig, richtig cool. Ich hatte ja vorhin gesagt, du könntest hier ein Affengehege bauen, aber ich weiß gar nicht, ob das so passend ist. Weil das ist ja alles so ein bisschen Nordamerika-mäßig, auch mit Grizzlies und so. Und Affen würden da halt nicht so reinpassen ins Bild. Aber ich muss wirklich sagen, der Zoo ist noch nicht so mega weit, aber schon sehr viel Liebe zum Detail. Also ich kann mir vorstellen, dass das hier alles sehr lange gedauert hat zu bauen. Und ich finde es sehr, sehr cool. Richtig coole Details, die du hier eingebaut hast. Gefällt mir richtig gut. Dein Zoo. Der Zoo hieß er, glaube ich, ne? Ja, vielleicht brauchst du auch noch irgendeinen coolen Namen für dein Zoo oder sowas. Das wäre auf jeden Fall nice. Aber ich würde sagen, Leute, das war's mit dem Zoo von... Oh, wie war denn dein Name? War das David? Ich hoffe, ich sag's nicht falsch. Steht auf jeden Fall in dem Titel drin. Das war der Zoo von... Ja, David, glaube ich, war's, oder? Ach, ist auch egal, Leute. Das war auf jeden Fall der Zoo von... Wem auch immer. Ich habe den Namen leider gerade vergessen. Schreibt mal in die Kommentare, wie euch der Zoo gefallen hat. Und falls ihr auch mal einen Zoo einschicken wollt, unten in der Videobeschreibung stehen dazu alle Infos. Falls euch das Video gefallen hat, würde ich mich sehr über ein Like freuen. Ansonsten bedanke ich mich bei euch vielmals fürs Zusehen. Macht's gut, haut rein. Euer Dandy.